Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mystery Crochet Along. Heute geht es weiter mit Reihe 4. Die schriftliche Begleitung dazu findet in der Community für unsere Kanalmitglieder statt. Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Und Reihe 4 starten wir wie jede Reihe mit einer Luftmasche und wenden dann die Arbeit. Schaut, dass ihr den Faden wieder mitnehmt und wir häkeln 2 Maschen im Farbverlauf, 2 halbe Stäbchen und dann wieder Farbwechsel, bevor wir die zweite Masche komplett beenden und ein halbes Stäbchen in Schwarz. Dann häkeln wir 28 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Das ist die gleiche Anzahl wie von der Vorreihe. Das heißt, ihr müsst hier nicht zählen, sondern einfach bis zum nächsten Farbwechsel drüber häkeln. Und dann 2 halbe Stäbchen drüber. Farbwechsel. Dann häkeln wir 68 halbe Stäbchen im Farbverlauf und das ist genau eine weniger als in der Vorreihe. Das heißt, wir häkeln hier drüber, drüber, drüber und dann hören wir eine Masche vorher auf, weil es eine weniger ist. Also 68 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Also es ist noch eine Masche übrig und dann häkeln wir noch 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Es folgen 12 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 schwarze halbe Stäbchen. Und wir häkeln 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 in Schwarz. Jetzt folgen 32 halbe Stäbchen im Farbverlauf und dadurch, dass wir in der Vorreihe 31 hatten, häkeln wir dann hier eine mehr, das heißt bis zum Schwarz und eine drüber. Und dazu 6 halbe Stäbchen in Schwarz. Es folgen 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 3 in Schwarz.
und wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 in Schwarz. Wir häkeln 126 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Das ist genau eine weniger im Vergleich zur Vorreihe. Das heißt, wir hören mal wieder eine Masche früher auf. Vor dem Schwarz einfach eine früher aufhören. Also ihr seht, eins ist noch frei und anschließend folgen 3 schwarze halbe Stäbchen. Farbwechsel. Und wir häkeln 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 schwarze halbe Stäbchen. 3 und 4. Wir häkeln 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2 und 3. Und 2 in Schwarz. Und wir häkeln 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 20 schwarze halbe Stäbchen. Und wir häkeln 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 in Schwarz. Und es folgen 5 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2, 3, 4 5 und 4 in Schwarz. 2, 3 4 Wir häkeln 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2 schwarze halbe Stäbchen.
Es folgen 131 halbe Stäbchen und das ist die gleiche Anzahl wie in der Vorreihe. Das heißt, wir häkeln einfach hier bis zum Farbwechsel im Farbverlauf. Also die gleiche Anzahl, 131 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und nach diesem riesigen Maschenbatzen häkeln wir ein süßes halbes Stäbchen in Schwarz und wechseln da auch schon die Farbe. Und dann häkeln wir 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2, 3 und 4. Farbwechsel. Und dann häkeln wir 13 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2 in Schwarz. Dann folgen 3 im Farbverlauf. 4 schwarze. Wir häkeln 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 3 schwarze. Es folgen 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 5 schwarze. 1, 2, 3, 4, 5. Farbwechsel. Wir häkeln 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 4 schwarze, 2, 3, 4. Wir häkeln 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2 schwarze. Und es folgen 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 3 und 4.
und 2 in Schwarz. Wir häkeln 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf, 2 und 3 und 5 schwarze. Und wir häkeln 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2, 3, 4 und 2 in Schwarz. Wir häkeln 77 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und nach den 77 Maschen häkeln wir ein halbes Stäbchen in Schwarz. Ups, nicht vergessen, gleich Farbwechsel. So schnell geht das. Und wir häkeln 25 im Farbverlauf. Und wir häkeln eine Masche in Schwarz. Und alle restlichen im Farbverlauf sollten 7 halbe Stäbchen sein. Na, richtig drehen, genau. 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf bis zum Reihenende. Euch bis dahin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.